Frischen Mutes geht es am nächsten Tag mit der alles entscheidenden Highlight-Prüfung weiter. In unserer dritten Challenge geht es um alles. Egal wie für euch die vorherigen Runden liefen, ihr könnt jetzt wieder Boden gut machen und Werbung in eigener Sache betreiben. Denn die Aufgabe lautet, backt uns eine Motivtorte. Thema? Meine gebackene Visitenkarte. Das Motiv bleibt euch überlassen. Es kann von euch handeln, euren Liebsten, es kann ein besonderes Hobby darstellen oder aber eine persönliche, spezielle Leidenschaft. Ihr habt für diese Aufgabe 5 Stunden Zeit. Wer jetzt noch einen kleinen Motivationsschub braucht, es geht immer noch um das eigene Backbuch und um 10.000 Euro. Auf die Plätzchen, fertig, backt! 5 Stunden haben unsere Hobbybäcker nun Zeit, ein wahres Meisterwerk in 3D zu zaubern. Ja, da die Tortendekoration meine Passion, mein Steckenpferd ist, werde ich da heute ganz genau drauf hinschauen. Endlich habe ich die Chance. Randabschlüsse, die sauber gestaltet sind, Ecken, die möglichst scharfkantig sein sollen, modellierte Figuren, Tiere, ich weiß ja nicht, was sie sich alles einfallen lassen. Meine Leidenschaft für Glitzer und Bling-Bling war eigentlich als Kind schon da. Meine Mutter hat mich immer kleine Elster genannt, weil sobald irgendwo was glitzerte, war ich direkt am Start und fand das ganz toll. Und das ist halt bis heute so geblieben. Also ich backe heute einen Zebra Rainbow Cake mit einer selber, also mit einer Swiss Meringue Buttercream und einer selber gemachten Pina Colada Marmelade. Das Motto ist Shopaholic, weil neben dem Backen ist Shoppen, Klamotten, Uhren, Bling Bling halt mein großes Hobby. Matthias. Hi, grüß dich. Was machst du denn? Ich habe im Backofen gerade ein Schokobiskuit und mache dazu eine Baileys Buttercreme. Und dazu mache ich noch eine Erdbeer-Quark-Creme. Was wird es denn werden, also als Motiv? Ich möchte einen T1-Bus modellieren. Das ist schon ziemlich sexy. Also das macht schon Spaß. Da triffst du voll mein Ding. Wir sehen uns später. Danke, bis später. Matthias' Leben steht halt ganz im Zeichen von Autos. Ich bin Matthias Jander. Ich bin 27 Jahre alt und arbeite als Projektcontroller bei Volkswagen. Vor einem halben Jahr habe ich ungefähr angefangen mit Klavierspielen, weil ich einfach gedacht habe, warum nicht? Und natürlich weiterhin das Tanzen. Wenn man sich ein gutes Zeitmanagement parat legt, dann bekommt man das alles doch irgendwie unter einen Hut. Und dann war es einfach so, dass ich Ende letzten Jahres auf dem Laufband stand und im Fernsehen lief die Übertragung von Das große Backen, die letzte Folge. Und die habe ich dann gesehen und fand die Torten einfach so gigantisch toll und habe mir vielleicht auch gesagt, so, ja, warum kannst du das nicht auch mal ausprobieren? Matthias kann sehr gut backen. Er hat jetzt erst vor einem halben Jahr so richtig damit angefangen, aber da ist so viel Begeisterung reingesteckt und er macht es einfach schon sehr, sehr gut. Für mich ist das jetzt eine Chance zu gewinnen und ich will gewinnen und ich werde alles dran setzen zu gewinnen. Jo. Meine Strategie für die Show ist, dass man am Ende sagt, das ist mein Meisterstück. Der eingefleischte Bulli-Fan will Urlaubsfeeling bei der Jury wecken. Unter der Haube stecken mit Marmelade eingestrichene Schoko-Biskuitböden sowie mehrere Schichten Baileys Buttercreme. Während Matthias ganz auf PS setzt, kehrt die gebürtige Braunschweigerin Mihi Yen, genannt Mimi, zurück zu ihren Wurzeln. Also ich habe mir für heute einen Kuchen überlegt, der mich quasi vereint. Das heißt so meine deutsche Braunschweiger Seite und meine asiatische Seite. Und deshalb wird das eben ein Braunschweiger Mummelbierkuchen, aber dann auch noch ein Grünteeboden. Das ist so meine asiatische Seite. Jetzt mal ein Bier aufmachen. Mimi verwendet kräftiges Bier für den speziellen Geschmack. Eine besondere Zutat benutzt auch Polizist Stefan. Bei mir gibt es heute ein Milchreiskuchen und verziert wird das Ganze nachher ja, mit allerlei Sportlerutensilien. Ich habe mir das Sportlerthema so ein bisschen ausgesucht, weil es halt so ein bisschen naja, meiner Natur entspricht und meiner Art und Weise zu backen. Und insofern fand ich das ganz passend. Ich mache heute einen Globuskuchen, der besteht aus einem Globus und einem Koffer. Es steht eigentlich für das, ich und mein Mann, wir wollen mal, wenn wir alt sind, also nicht so ganz alt, aber wenn die Kinder schon aus dem Haus sind, einfach verreisen und der Welt beobern.
Heute backe ich eine Haute Couture-Torte. Ich habe Mode studiert und ich mochte auch meine Torte. Und auf meiner Torte, es gibt auch die Schneiderpuppe. Ja, und auch mit Kleid. Bisher konnte sich Kathi nicht auf ihr Können verlassen. Und jetzt? Ich mache einen Schuhkarton, hab's zumindest vor. Und kleide meine Formen immer mit Backpapier aus. Grundsätzlich, egal ob rund oder eckig, also mit Mehl einfetten oder Backrennspray, habe ich jetzt nicht allzu gute Erfahrungen gemacht. Und damit bin ich bisher immer super gefahren. Und das behalte ich bei. Also ich mache ein Red Velvet-Teig. Da kommt Buttermilch und Öl mit rein. Das mache ich gerade. Eier, Zucker und halt rote Lebensmittelfarbe. Das wird dann so, also Red Velvet heißt halt roter Samtkuchen. Kathis Vanille-Biskuit-Teig für ihren geplanten Schuhkarton ist fertig und kommt in die Kastenform. Und mit gut Glück sollte er in einer Stunde fertig sein. Mit gut Glück. Achtung! Hoffentlich bringen Kathis Cupcake-Socken ab sofort Glück. Langsam verschwinden die ersten Teige der Hobbybäcker in die Öfen. Jasmin treibt es dabei ganz schön bunt. Auch bei der Visitenkarte wollte ich halt was, was mich widerspiegelt. Und deshalb habe ich auch wieder oft was Einfaches mit einer Füllung und einem Teig, der hoffentlich eigentlich immer gelingssicher ist. Allegra, was verbirgt sich da drin? Was zauberst du uns? Tonkabohnen. Ich kann mir vorstellen, das Ganze wird sicherlich irgendwie was Kleines, Feines werden. So wie ich dich bisher kennengelernt habe. Auf jeden Fall was hiermit zu tun. Also es wird bling, bling, super. Ja. Dann mache ich ein Vintage-Schmuckkästchen für euch mit einer ausziehbaren Schublade, wo ganz viele Broschen und so drin sind. Okay, das wird. Wenn jetzt mein Mann hier wäre, da würde er schreien, stopp, stopp. Lass noch ein bisschen Teig dröhnen. Während alles auf Hochtouren backt, stattet Tortendeko-Expertin Betty Erzieherin Daniela einen Besuch ab. Hallo. Hochkonzentriert. Ja, beim Eiertrennen. Nicht verzählen. Neugieriger Mensch, ja, wie ich bin. Irgendwelche Modellierungen? Ja. Tust du mir einen Gefallen? Ja. Gibt es Modellierungen? Mach ich, ja. Was? Katzen. Okay. Katzen. Also ich habe 4 Katzen zusammen mit meinem Freund und eine wird auf den Riesen-Cupcake draufgesetzt. Die ist da dann reingeplumpst und die anderen kommen dann noch, da gucken die Pfötchen dann raus bei den Kleinen mit drauf. Ich bin sehr gespannt. Ich finde persönlich Katzen extrem schwer zu modellieren vom Gesicht her. Du machst das. Ich freue mich. Ja, ich mich auch.